keine Zeit, ich bin beschäftigt. Was war das denn jetzt? Da klemmt mir dieser Typ einfach die Tür vor der Nase zu. Also Petra wohnt auf jeden Fall da. Aber war das jetzt in neuer Lava oder was? Ich rufe sie jetzt erstmal an. Nach dem Anruf macht sich die Schülerin auf dem Weg ins Fitnessstudio, in dem Petra ihre Ausbildung macht. Maren ist gespannt, wie die 42-Jährige den fremden Mann in ihrer Wohnung erklären will. Hi Maren, das Hagen, mein Arbeitskollege und Trainer? Egal, ich will wissen, wer dieser Typ in deiner Wohnung ist. Hör mal ganz ruhig jetzt erstmal, ja, beruhig dich erstmal. Erstmal habe ich jetzt überhaupt keine Zeit mit dir zu sprechen, weil ich habe nämlich jetzt mit meinem Arbeitskollegen hier ein Geschäftsgespräch, ja? Und du kannst ja so lange hier warten, bis ich damit fertig bin, du wirst vielleicht mal trainieren. Hör mal, das geht dich zwar nicht an, aber das ist ein Bekannter von mir, der hat in Aachen ein Bewerbungsgespräch. Und deshalb hat er bei mir übernachtet. Ich weiß gar nicht, was mir die Sonne aufregt. Er bekannt damals doch, Papa schon. Hör mal, das ist dein Vater, ja? Der weiß das dann, wenn ich es ihm erzählt habe. Ich hätte ihm das jetzt am Wochenende erzählen, weil ich habe noch keine Zeit. Aber das ist gar kein Problem, außer das ist meine Sache. Du lügst doch schon wieder, wie gedruckt ich das immer. Also die Maren geht mir langsam tierisch auf den Keks, ja? Die kommt zu mir nach Aachen, klingelt an meiner Haustür, telefoniert mir hinterher auf der Arbeit, macht Telefonterror. Es reicht mir langsam, ich habe auch noch was anderes zu tun, als mich mit solchen Kindereien auseinanderzusetzen. Das ist doch nicht mehr ganz frisch. Was soll das, mich hier so zu blamieren? Also ganz ehrlich. Hallo, erklär mir jetzt mal, was das soll. Echt, reißt mir die nämlich da einfach stehen lässt. Ein Bekannter aus Berlin